In der steirischen Gemeinde Murau findet ein Großevent statt. Zum Thema Holz wurde eine WM-Halle als Baustelle inszeniert und ein festliches Programm begleitet die Veranstaltung für Politik und Industrie. Als Stargast tritt die Sängerrunde Pöllau auf. Seit Österreich singt, genießt sie große Popularität. Mei, ich hab die im Fernsehen gesehen. Jetzt hat sie die Sängerrunde Pöllau. Und ja, es waren schon schöne Erlebnisse, muss ich sagen. Also wir zehren heute noch davon. Die Sängerrunde Pöllau ist eine große Familie, in der alle befreundet oder verwandt sind. Die Leiterin, Monika Lauchert, dirigiert ihre eigenen Eltern, zwei Schwager und normalerweise auch ihre Schwester Karin. Doch heute fehlt Karin. Sie ist zu Hause auf dem Bauernhof. Andreas, ihr Ehemann, vermisst Karin, aber er versteht ihre Sorge um die 6 kleinen Kinder. Heute wäre die Karin natürlich gern dabei gewesen, nicht eben. Aber aufgrund dem, dass der Josef wahrscheinlich seine Zähne bekommt und die Sophie auch ein bisschen kränklich ist, jetzt hat sie es vorzogen, natürlich eben zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Aber meistens schafft es Karin, die Arbeit auf dem großen Bauernhof, die 6 Kinder und ihre Leidenschaft, das Chorsingen, unter einen Hut zu bringen. Also ich habe jetzt gerade die Kinder niedergelegt und ja, sie Anna ist noch munter, der wird auch bald schlafen. Und in Gedanken bin ich bei meinen Sängern natürlich. Der Chor war ja recht aktiv und fleißig. Und sobald es gegangen ist, bin ich natürlich mitgewählt bei der Probe und mit Andreas eben mitgefahren. Aber wie gesagt, die Kinder sind halt doch recht klein und ich habe mich nicht immer lassen. Tatkräftig unterstützt wird Karin von ihren Schwiegereltern, die eine enge Bindung zum Hof und zu den Enkeln haben. Die jetzt einfach einmal wichtiger, dass ich da oben bei den Kindern bin und die Zeit vergeht irrsinnig schnell und ja, das passt, wie es ist. Die Jury lobt die Sängerrunde besonders dafür, dass sie musikalische und auch menschliche Harmonie ausstrahlt. Vor allem war es ein schönes Kompliment, dass sich die Jury einig war, dass wir eine super Gemeinschaft haben und dass wir uns alle mögen, das gespürt haben, haben sie gesagt. Und das war schon ein großes Kompliment für uns alle. Und das war für den Chor einfach ein schönes Erlebnis. Viele der traditionellen Volksmusikchöre haben Nachwuchsprobleme. Die Sängerrunde Pöllau stellt eine Ausnahme dar. Im Chor sind viele junge Leute und Paare. Da überrascht es nicht, dass gleich 3 Damen Babys erwarten. Wenn man sieht, wie die Karin das schafft, zum Beispiel 6 Kinder singen. Ja, als Vorbild. Und dann traut man sich schon vielleicht eher drüber, dass man sagt, wenn sie das schafft oder so, oder da sehe ich mir aus. Ja, sie lebt schon, uns das schön vor. Ja, genau. Nach dem besinnlichen Auftritt der Sängerrunde wird es in der Murauer WM-Halle turbulent. Kostümierte Narren stürmen den Saal und mischen die Veranstaltung gehörig auf. Man kann den Advent mit Trubel und Lärm beginnen, doch ebenso mit leisen Tönen.